So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Everybody is a Star. Wir befinden uns immer noch an dem schönsten Ort der Welt. Ja, der schönste Ort der Welt. Wenn es darum geht, ich weiß nicht. Er ist bereits eins geworden, dieser Ort. Eins mit uns und Lara und diesen Dingern, die uns die ganze Zeit töten wollen. Ist es nicht schön? Ja, er ist schon richtig unser Zuhause. Wir fühlen uns hier drin wohl. Ja. Ach Gott, im Himmel. Dieser Raum. Ich wüsste nicht, wo ich sonst hin soll im Leben. Ich meine, der Raum ist eins geworden mit uns und Laras brennenden Brüsten. Das ist einfach so unglaublich beschämend, hier nicht weiterzukommen. Und das hat nichts damit zu tun, dass das ein böser Raum ist. Ich meine, schaut euch nur ihre Hüfte an. Das ist das Warnsignal. Das ist das autoergonomisch eingebaute System von Lara, das uns sagt, pass auf, du befindest dich an einem Ort, an dem du nicht sein solltest. Und die Hüfte zeigt dahin, wo wir hin sollten. Was haben die eigentlich für eine Brust? Sieht aus wie Narben. Wahrscheinlich hatten Hannes und Peter auch ein sehr schweres Leben. Haben wahrscheinlich versucht, hier durchzukommen. Haben vielleicht sogar eine Version von Tomb Raider entdeckt und ein bisschen rumgespielt. Dann könnte ich verstehen, warum sie so geworden sind. Ah, Dreck. So. Diesmal könnten wir es schaffen. Der Geist befindet sich gerade nicht bei uns. Na, er ist immer noch sehr zielgerichtet. Dann gebe ich auch hier auf und probiere es mit der, na gut, was ist, wenn wir uns einfach anzünden lassen und bis ins Wasser sprinten Methode. Wir haben ja genug Medipacks. Die braucht man ja sonst nicht, ne? Die sind dafür gedacht, einfach sich anzuzünden und bis zum nächsten See zu spielen. Und dann halt 10 Stück davon zu verbrauchen. Ich versuche natürlich jetzt einen Safe zu erwischen, einen Zeitpunkt, an dem ich möglichst lange Zeit habe. Bevor ich, ach komm, das ist doch dämlich. Das ist doch, macht alles schwerer. Ich nehme den Safe State. Da ist er gerade noch Schreck zu uns. Ich kann mich ja schon mal heilen. Gleich wieder heilen. Gleich wieder heilen. Es geht nicht mal, aus irgendeinem Grund. Also ich muss es zumindest bis zur Ecke der Kante schaffen, ja. Und losgehangelt. Würde es vielleicht was bringen, wenn ich mitten im Hangeln einfach nochmal die Richtung ändere? Ich weiß es nicht. Ich probiere das jetzt mal. Stehen bleiben, nach drüben. Ich glaube, das hat alles keinen Zweck. Wir sind einfach sehr langsam, wenn wir hangeln. Guck mal. Ich muss es mit Medipacks machen. Das heißt aber auch, es wäre echt praktisch, dieses Medipack hier unten noch zu kriegen. Warum befindet sich hier eigentlich kein Totem? Ja! Juhu! Leute, Fortschritt, Fortschritt! Jetzt bloß nicht anzünden lassen. So, das ist schon mal gut. Wir haben ein Medipack und dies wird uns helfen. Ich habe jetzt gerade noch eine Idee entwickelt. Das heißt, man muss sich in den Hauptraum, falls ihr mich durchlasst. Könnt ihr mich nicht treffen, während ich sprinte? Ist es gerade so gewesen? Ich will den Geist jetzt einmal hier rüber locken. Und ja, ich werde gerade so oft speichern, wie überhaupt in diesem Let's Play ist. Und dabei nur in diesem Raum sein. Ich will dieses Geisterding hier rüber locken. Ich kann es nicht sehen. Du willst mir nicht sagen, dass das hier drinnen nicht existiert, sondern nur drüben ist. Oder habe ich es aus irgendeinem Grund jetzt vertrieben? Also es scheint gerade weg zu sein. Ich weiß nicht wieso, aber ich vertrödel jetzt keine Zeit mit Waffen rein, raus. Nein, nein. Wir machen uns einfach auf den Weg.
Ich finde das gerade gar nicht mal so schlecht. Ja? Einfach noch mal rumblödeln und ein Medipack mitnehmen ist die Lösung gewesen. Ich habe mich gerade vor ihren Füßen erschrocken. Alter, wie die gerade im Gesicht rumgehampelt sind. Leute. Das Rätsel ist Lösung. Und hier sind wir nun. Wahrscheinlich haben wir so einen Weg genommen, dass der Flammengeist in Wasser gelandet ist. So. Ihr wisst gar nicht, wie schön es sich anfühlt, wieder in einem Reich zu sein, in dem... Ich dachte, ich könnte mich hier wenigstens umgucken, aber dann mache ich mal das hier. Pass mal auf. Hier kann man sich bestimmt auch dran festhalten. Das heißt, ich kann mich auch... Okay, das war jetzt nicht sonderlich sinnvoll, aber ich könnte mich mal umgucken, damit ich überhaupt weiß, wo ich hin muss. Also ich muss irgendwie da hoch. Funktioniert wohl mit einem Doppelsprung. Ups. Ein Doppelsprung wird wohl die Lösung sein. Guck mal, kann ich auch so machen und... Nein, halt nicht. Anscheinend doch. Das dauert jetzt zwar ein bisschen länger, aber das Seitwärtshangeln ist, glaube ich, viel schneller. Guck mal her. Warum machst du das? Lara, in dem Moment, wo du bemerkst, was ich tun will. So, das wäre ein guter Moment zu speichern, während Lara ihren Kopf in Stein presst. Das ist super. Halte dich nicht fest. Es gibt keinen Grund dafür, Lara. Doch, es gibt einen Grund. Ein Millimeter ihrer Hand war nicht an der Plattform. Okay, jetzt muss ich da irgendwie drauf springen. Nehme ich an. Direkt darüber springen wird nicht klappen. Das ist ein bisschen zu knapp bemessen. Mit der Decke. Ja, ohne Festhalten klappt es. Da sind ihre Hände nämlich nicht so hoch und ihr Kopf hat mehr Platz. Ihr unglaublicher Dickkopf. Jetzt muss ich nur noch das hier schaffen. Das ist ja fast genauso leicht. Nicht. Wie soll das denn gehen? Das ist doch... Ach, ich freue mich. Da will ich eigentlich nicht hin, aber ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. In diesem Raum. Mit der anderen Schräge. Das bedeutet hoffentlich nicht, dass wir auch aus dieser Schräge irgendwann rauskommen werden, weil dann muss ich definitiv... Oh Mann. Leute, wo sind wir? Was ist hier? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich glaube, hier sind wir runtergekommen. Das stimmt schon. Okay. Dich habe ich ja noch nicht. Und dich brauche ich auch nur, um dort was einzusetzen. Das ist alles sehr interessant. Dann gehen wir doch mal wieder hier raus, denn es scheint mir, wir haben noch weitere Wege zu erkunden. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, welche wir jetzt schon erkundet haben. Es gab diesen Brechstangenbereich. Also die Brechstange haben wir ja schon benutzt, um wo reinzukommen. Ach nee, erstmal hier hoch, ne? Und dann nach links hangeln. Ja, halt dich von mir aus auch mal kurz fest. Geh hoch. Ja, die Lara macht, was sie will. So. Dann machen wir hier so einen eleganten Doppelsprung, so zack. Und da sind wir wieder. Schönstes Wetter. Ah, wie schön. Hier gab es diese drei Leute, die uns nicht mochten, glaube ich. Hier wollen wir ja nicht hin, fällt mir auf. Das ist ja gar nicht der Weg nach draußen. Der Weg nach draußen führt ja durch diesen Raum. Da hinten geht's lang. Richtig. Und hier oben gab's doch auch noch. Da waren wir schon drin. Wo kamen wir denn da raus? Ich glaube in dem Raum unten. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh Mann. Okay, am wichtigsten ist jetzt erstmal dahin zu gehen, wo wir noch nicht waren. Und hier ist ein neuer Bereich. In dem waren wir natürlich noch nicht groß unterwegs. Den werden wir jetzt noch erkunden. Das ist schön. Darauf freue ich mich. So. Machen wir so einen beherzten Sprung in diese Suffe. Ich bin mir zwar nicht sicher, wer hier schon alles
ich mir gar nicht drüber nachdenken. Och, komm schon. Ein Hammerhai muss das sein. Kann ich hier hoch? Kann ich ihn von hier aus kurz erledigen? Aber nicht mit Pistolen, das dauert zu lange. Versteckt er sich. Ja, komm, warum nicht? Guck mal, der braucht auch zwei Schüsse davon. Lecker! So. Ich unterstütze keine Tötung von Tieren. Ich unterstütze Tötung von Sachen, die uns töten wollen. Ja. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob wir da durch können oder sterben, wenn wir es versuchen. Okay. Sieh nicht? Wirklich? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Spiel wird. Falls ja, wird das auf jeden Fall eine eigene Folge beanspruchen. Allerdings komme ich da gar nicht rein. Ich sehe nur, dass da mehrere Spiegel unten sind und vielleicht wäre es wichtig, sich das zu merken. Aber ich komme da auf jeden Fall nicht rein, da ist auch so eine Glaswand davor. Hier auch. Ich muss wohl erst etwas, ich weiß nicht, diese Tür öffnen. Ich hoffe, das passiert nicht erst dann, wenn ich die zwei Wächtersteine eingesetzt habe, weil dann können wir den Bereich hier doch erstmal wieder vergessen. Ich fürchte jedoch schon. Gut, dann geht's jetzt erstmal wieder zurück. Zack. Lara spritzt noch ein bisschen umher. Das macht sie gerne, wenn sie feucht ist. Oh. Das habe ich nicht so gemeint. Guck mal her, da haben wir reingefasst. Waren wir da oben schon drin? Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass da oben so ein Schlitz ist. Da kommen wir auch gar nicht rein. Okay. Da kamen wir wahrscheinlich mal raus. Da kamen wir doch mal raus, das stimmt. Ah, hier sind wir. Okay, jetzt bekomme ich so langsam. Hier ist dann der große Raum. Und da hinten ist noch ein Gang. Oh, ich muss mich hier gerade komplett neu orientieren. Das ist echt schlimm. Also guck mal, wir kamen doch von hier. Und wir sind jetzt indirekt den Weg gegangen und den Weg, weil aus dem sind wir ja gerade hergekommen, ne? Gerade zur Sicherheit nochmal, ja. Das heißt, der Weg hier in die andere Richtung, der ist noch komplett unerkundet. Hier. Da können wir doch eigentlich mal... Oh Gott. Da kommen wir her. Gut, hier kommen wir her. Das heißt, hier waren wir schon und hier waren wir schon. Und hier waren wir auch schon. Verstehe. Wir waren überall. Bedeutet so viel wie... Jetzt müssen wir nur noch rausfinden. Bestandsaufnahme. Wir haben einen Guardian Key und eine Brechstange. Mit der Brechstange haben wir da hinten das Tor geöffnet. Hier in der Mitte konnte man noch nichts erledigen und rechts geht's weiter ohne. Weiteren Weg. Ist es richtig? Vielleicht passiert was, wenn ich einen der Guardian Keys da bereits einsetze. Das kann ich jetzt natürlich nicht versprechen, aber probieren würde ich es mal. Und das noch in dieser Folge. Dann rennen wir hier doch einfach mal gegen die Wand. Das hilft am meisten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lara, warum läufst du immer ein paar Schritte weiter, als du sollst? Das ist das Problem, wenn man mit Lara spielt. Nein, das ist so generell das Problem, wenn man sprintet. Hier lang. Nochmal gegen die Wand. Ich sag ja, das ist hilfreich. Lara! Mein Gott, ich war schon längst nicht mehr auf der Sprintentaste und sie sprintet nochmal durch. Diesmal sofort hier lang. Vielleicht bin ich ohne Sprinten schneller. Ach komm mit. So. Das war die angenehme Methode. Der war nicht machbar, ne? Muss ich von da drüben springen. Ich krieg die Riese.
Leute, seht Crash dabei zu, wie er fünfmal eine Klippe hinunterfällt. Es ist ein Traum für die ganze Familie. Ja. So, mit viel Konzentration haben wir es geschafft, hierher zu kommen, nur um zu sehen, dass das, glaube ich, gar nicht der richtige Weg ist. Sondern man von da drüben springen muss. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Guck mal her. Die Wand ist nämlich zu, ist gerade aufgefallen. Das heißt, wenn wir die Brechstange hier jetzt ansetzen, bekommen wir doch noch was zu sehen. Ich verstehe es jetzt halt nicht so ganz, weil ich dachte, hier waren wir schon. Oh Gott, das riecht sowas von davon danach, dass jetzt von links irgendein Stein kommt. Oder es sind einfach nur zwei Gänge. Wow. Doppel-Wow. Ich weiß, wo wir in der nächsten Folge sind. Lasst uns vielleicht nochmal nach hier unten gucken. Ich will wissen, was da ist. Vielleicht ist es der gleiche Raum aus einer anderen Perspektive. Ach, du krasse Scheiße. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder und dann befinden wir uns hier und lösen ein Rätsel. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Crash.